Ich bin live. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt dürfen mich Zuschauer nur noch finden. Das klappt. Sehr schön. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Soulmate Live Talk heute. Am 19. Juni, mein Gott, das halbe Jahr ist schon wieder vorbei. Jetzt fliegt gerade ein Flieger vorbei. Ist es nicht einfach beachtlich, wie rasch die Zeit vergeht? Und das jetzt tatsächlich, ich muss mich mal ein bisschen bequemer hier hinhocken. Oh, jetzt fängt die Kamera an zu blinken. So, wie rasch die Zeit vergeht und ja, wenn wir zurückschauen auf die letzten 6 Monate, wenn du zurückschaust auf die letzten 6 Monate, was hat sich alles in deinem Leben an Grenzgenialem getan? Ich habe heute Morgen, als ich so in den Tag gestartet bin mit meinen Ritualen, eine ganz spannende Notiz in meinem Buch gefunden, die ich dir gerne mal mitgeben möchte heute. Und ich lese dir mal vor und ich lese es dir auch so vor, wie ich es mir notiert habe, also in der Ich-Form, sodass du es auch so kannst auf dich wirken lassen mal. Und lausch jetzt bitte mal, das ist die Einladung von mir an dich, lausch bitte mal wirklich mit dem Herzen, mit deiner Seele hin und sei mal mit dem Verstand beim Beobachten. Also, mit 50% deines Herzens, deiner Seele jetzt wirklich mal hinhören, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zuhören, sondern hinhören, das ist meine Einladung an dich, und zu 50% mal beobachten, was dein Kopf, dein Denker dir dazu sagt. Und zwar, ich habe mir notiert, ist schon eine ganze Weile her, ich kann nicht sagen, dass das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert, weil es unaufhörlich arbeitet. Wenn ich nicht habe, was ich mir wünsche, dann kann ich darin eins erkennen, dass ich nicht das aussende, was ich wirklich in meinem Leben haben möchte. Denn wenn ich das Gesetz der Anziehung, da es immer funktioniert und das Universum nie nicht arbeitet, gutes Deutsch habe ich dann aufgeschrieben, okay, werde ich immer das anziehen in meinem Leben und immer die Resultate in meinem Leben haben, die ich aussende. Das heißt, wenn ich bis eben nicht habe, was ich mir wirklich wünsche, erschaffe ich mir das Nichthaben. Ich erschaffe mir so oder so also etwas, weil das Gesetz der Anziehung reagiert immer auf mich. Und wie viel mehr kann ich das heute verstehen, um meine unglaublichen Kräfte, die in mir verborgen sind, so einzusetzen, dass ich das Gewünschte wirklich in meinem Leben begrüßen kann. Als ich mich mal ein bisschen mehr mit den Gesetzen der Anziehung beschäftigt habe, habe ich das mal so als Quintessenz mir aufgeschrieben und es mir auch jeden Tag, so wie ich es dir jetzt vorgelesen habe, selbst vorgelesen, um immer mehr und mehr zu begreifen, wirklich auf eine gewisse Art und Weise greifen zu können, dass
niemand außer mir selbst sich die eigene Lebenswirklichkeit erschafft. So, was heißt das für dich? Wenn ich dich jetzt frage, kennst du die Naturgesetze? Hast du schon mal was vom Gesetz der Anziehung gehört? Vom Gesetz der Resonanz? Vom Gesetz der Ursache und Wirkung und wie sie da alle heißen? Dann gehe ich mal von aus, dass du ja sagst. Ja, kenne ich. Ja, weiß ich davon. Ja, habe ich schon mal gehört. Das heißt mit anderen Worten, du hörst das hier von mir nicht zum allerersten Mal. Du hast es schon oft gehört. Du hast wahrscheinlich oder vielleicht auch schon ein Buch drüber gelesen. Vielleicht hast du sogar schon Filme drüber gesehen. Gibt es ja einige da draußen am Markt. Vielleicht hast du schon Reportagen gehört. Vielleicht beobachtest du auch andere Menschen, unabhängig von mir da draußen, und denkst, so ging es mir früher, wow, wie machen die das nur? Und jetzt würde ich dir mal gerne heute schon mal eine allererste, ganz, ganz wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Das, was du in anderen siehst, sei es in mir oder egal, wen du da draußen beobachtest, also in deiner Welt da draußen, sei es im Web oder auch physisch, wo du denkst, wow, das ist etwas, was ich bewundere an demjenigen. So ein Leben hätte ich auch gerne und, und. Das sind alles Dinge und bitte, Einladung an dich, nimm das mal auf. Das sind alles Dinge, Fähigkeiten, die auch in dir verborgen sind. Nur deshalb können sie auch in dir auf Resonanz stoßen, weil was nicht in dir auf Resonanz stößt, weil jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit selbst. Die Lebenswirklichkeit, die du bis eben vorfindest, und das ist ganz gleich in welchem Bereich, ob beruflich, privat, gesundheitlich, ganz gleich in welchem Bereich. Niemand anderes hat sich die erschaffen, außer du selbst. Der Punkt, an dem du jetzt gerade in deinem Leben stehst, an dem ich stehe, an dem du stehst, ist nichts anderes als das Ergebnis, das Resultat von Gedanken, Gefühlen und damit einhergehenden Handlungen aus der Vergangenheit, aus dem Gestern, aus dem Vorgestern, aus den letzten Jahren. Aus den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren. Nochmal, das Resultat, wo du jetzt in deinem Leben stehst, ist nichts anderes als das Ergebnis von Gedanken, damit einhergehenden Gefühlen und damit einhergehenden Handlungen. So erschaffen wir uns immer unsere Lebenswirklichkeit und so funktioniert auch immer das Gesetz der Anziehung, dem sich niemand von uns entziehen kann. Diese Ebene, auf der wir schwingen, es ist alles Energie, es ist alles Schwingung, das senden wir aus ans universelle Feld, ob wir das wollen oder nicht. Wir können absolut nichts zurückhalten. Wir können dem Universum nichts verheimlichen. All die Gedanken, die wir denken, da gibt es ja sogar Zahlen, Daten, Fakten dazu, das sind so um die 60.000, kann sich eh keiner von uns wirklich vorstellen. Diese Gedanken senden wir ständig, permanent ans universelle Feld aus. Und Gleiches zieht Gleiches an. Du kannst dir, um dir mal noch ein metaphorisches Bild mit auf den Weg zu geben, diese Gedanken, die du ständig denkst, die du schon heute Morgen bis eben gedacht hast, oder bis heute Mittag, wenn du dir das live hier anschaust, oder heute Abend, wann auch immer du hier zuschaust, die meisten schauen sich das live hier als Aufzeichnung hier an. All das, was du bis zu dem jetzigen Zeitpunkt gedacht hast, allein für heute,
von der Summe her an Gedanken. Das hast du alles ans universelle Feld ausgesendet. Stell dir mal vor, nur damit wir mal noch ein metaphorisches Bild, damit wir den Denker mal noch ein bisschen besser im Boot haben. Das sind Energiebläschen. Mir kommt gerade so das Bild von, wie nennt man diese? Diese Seifenbläschen, die wir als Kind alle so gerne geliebt haben, Seifenblasen zu machen. Ja? Kannst dich bestimmt noch dran erinnern. Ich habe das auch geliebt. Und je größer sie wurden und dann die Farben in diesen Bläschen zu sehen, wie sie dann so dahingeschwebt sind und dann plötzlich zerplatzt sind. So kannst du dir das vorstellen, um dir dann mal ein Bild noch mit auf den Weg zu geben. Alles, was du denkst, wirklich alles, sendest du in Form von solchen Energiebläschen ans universelle Feld. Du kannst das nicht verhindern, ständig. Und da alles eine große Energie ist und wir ja auch hier in einem großen Energiefeld, gerade hier auf der Erde, in unserem Erdmagnetfeld, das ist ja auch wunderbar, dass es das gibt, sonst würden wir ja gar keine Bodenhaftung hier haben, sonst würden wir ja alle hier rumschweben wie im Weltall. Ist auch gut, dass wir dieses Gesetz nicht aushebeln können. Niemand kann Naturgesetze aushebeln, auch das Gesetz der Schwerkraft nicht. Und so finden da draußen im universellen Feld Energieblasen, die denen entsprechen, die du aussendest. Gleiches zieht Gleiches an. Die vereinen sich und kommen zu dir zurück. Und das ist letzten Endes das, was du als deine Lebenswirklichkeit vorfindest. Denn bevor in deinem Leben irgendetwas entstehen kann, was du mit deinem bloßen Auge siehst, an materiellen Dingen, bevor das Haus, in dem du gerade lebst, gebaut werden konnte, hatte irgendjemand, vielleicht du selbst, vielleicht jemand anderes, wenn du selbst nicht hast bauen lassen, die Idee, dieser Platz hier auf dem Grundstück, finde ich ganz prickelnd, gefällt mir, wunderbare Aussicht auf die Berge oder aufs Meer oder keine Ahnung, fühlt sich irgendwie gut an, hier lasse ich ein Haus entstehen. Und ich habe eben schon das Wort benutzt, fühlt sich gut an. Da merkst du schon, der zweite Punkt, das sind die Gefühle dabei. Derjenige war total happy, dieses Grundstück gefunden zu haben, mit seiner Idee, da tatsächlich ein Haus entstehen zu lassen. Dann hat er einen Plan entwerfen lassen, erstmal selbst so in seiner Vorstellung einen Plan gemacht, dann hat er einen professionellen Plan entwerfen lassen, dann kamen andere Menschen ins Spiel, denen er den Auftrag gegeben hat, die ins Handeln gekommen sind, und so ist das Haus entstanden, in dem du lebst. Wenn du dich in deiner Wohnung umschaust, alles, was du siehst, sei es der Stuhl, der Tisch, die Dekoschale auf dem Tisch, die Lampe an der Decke, was auch immer, irgendjemand hatte irgendwann mal einen Gedanken dazu, genau dieses Teil so zu designen. Und dann hast du es irgendwo gesehen. Oh, der Stuhl, ja, diese Stuhlkombination, die gefällt mir ganz gut und hast es gekauft. Warum? Weil du vorher den Gedanken hattest, ich brauche neue Stühle zum Beispiel, um es mal bei dem Beispiel zu belassen. Das hat sich gut für dich angefühlt, neue Stühle endlich in deiner Wohnung zu haben. Und dann bist du losmarschiert und hast geschaut und hast dir selbst diese Stühle in irgendeinem Geschäft manifestiert. Um es in Neudeutsch auszudrücken. Die waren plötzlich da. Die haben dir gefallen, die hast du gekauft. Wir haben uns gerade, also wir hatten hier im Wohnzimmer, Wohn-Esszimmer ist so ein großer Raum hier, wo ich jetzt gerade hocke. Ich schaue hier an die Lampe. Es ist jetzt zu aufwendig, den Computer da hochzuhalten. Lange nur so eine Deko, so eine überdimensional große Dekobirne und hatten wirklich lange, ja, jetzt immer mal wieder geguckt, nach einer Lampe Ausschau gehalten, aber es war nie so irgendwie das, ja, was sich wirklich richtig gut angefühlt hat.
Und dann losgelassen, da sind wir beim nächsten Punkt, ist auch wichtig, dass wir auch mal etwas loslassen. Und waren tatsächlich die Woche auf einem Handwerkermarkt unterwegs hier auf Zypern, wo wir eine Lampe gefunden haben, ohne dass wir in dem Moment wirklich danach gesucht haben. Ja, wir suchen schon längere Zeit eine Lampe, haben aber nicht das gefunden. Und jetzt hat die Lampe uns plötzlich gefunden, wirklich handmade. Und mein Kopf, als der Verkäufer uns die dann so gezeigt hat und erklärt hat, was für ein wunderschönes Licht sie so an der Decke und an der Wand designt im wahrsten Sinne des Wortes. Also der hat so, man hat gemerkt, er liebt dieses Design von der Lampe her und hat uns ganz ausführlich, auch wenn ich nicht alles im Detail verstanden habe, diese Lampe erklärt, wie sie entstanden ist, wie sie hergestellt wurde, handmade und alles. Und da hat mein Kopf gleich gesagt, nur ja, nicht jetzt nach dem Preis fragen, weil sonst komme ich auf die Idee, aufgrund des Preises zu entscheiden, ob die Lampe jetzt mit uns nach Hause fährt oder nicht. Weil ich gedacht habe, ja, handmade, was er uns alles da so erzählt hat. Ja, das hat natürlich seinen Preis. Also habe ich auch für mich gedacht, hoffentlich erzählt er jetzt nicht zu früh den Preis, damit ich nicht auf die Idee komme, aufgrund des Preises zu entscheiden und das Teil hier lasse und nicht mitnehme. So, und so hat diese Lampe uns gefunden. Warum? Weil wir schon seit längerer Zeit eben uns auch wünschen, dass hier auch mal eine andere Lampe hängt. Wir haben uns eine Weile ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Wir sind in das Gefühl auch unbewusst eingegangen, ja, wie schön ist es, wenn hier mal eine andere Lampe hängt. Und zwar nicht irgendeine, die einfach nur den Raum erhält, sondern eine, genau so, wie sie jetzt zu uns gefunden hat, so ein Design des Lichts, ein Muster, eine Struktur an die Decke und an die Wand wirft, sodass, wenn du hier reinkommst und schaltest den Lichtschalter an, einfach nur denkst, wow, was für ein Schauspiel. Und jetzt ist es da. Und genau so erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. So, das heißt jetzt auch im Umkehrschluss, sei bitte mal ehrlich zu dir selbst, bis eben, allein heute oder morgen oder gestern, mit was hast du dich da alles beschäftigt? Wenn ich in mein früheres Leben jetzt zurückblicke, es hat sich ganz viel drum gedreht, wie kann ich gesünder leben, weil mein Körper mir etliche körperliche Botschaften geschickt hat, in Form von Disharmonien. Ich sage bewusst Disharmonie, und ich mag das Wort Krankheit nicht so gerne. Jedes, was die Medizin als Krankheit bezeichnet, ist ja nichts anderes als eine Disharmonie im Körper. Es fehlt irgendwo an Energie und so ist es entstanden, dass der Körper Signale schickt. Und letzten Endes, was verbirgt sich auch hinter dieser Disharmonie? Dass wir Dinge machen tagsüber und viel von den Dingen machen, die nicht wirklich unserer Seele, unserem Herzen entsprechen, sprich tatsächlich unserer Lebensaufgabe. Wenn ich so rückdenke in mein früheres Leben, 30 Jahre öffentlicher Dienst, war stolz auf diese Stelle, habe auch gut verdient, aber habe mit zunehmenden Jahren einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht das, warum ich morgens den neuen Tag begrüßen möchte und aus dem Bett hüpfe. Und hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ich mittags wirklich auch so oft wirklich todmüde aus dem Büro ging, nicht weil ich so viel zu tun hatte, sondern weil mir das einfach ganz, ganz viel Energie geraubt hat, da zu hocken, 8 Stunden nachgefühlt, dann 3 Stunden auf die Uhr zu gucken und zu sehen, oh, es sind erst 20 Minuten vorbei. Das hat mir Energie geraubt, warum Disharmonien im Körper entstehen konnten. Jetzt darfst du mal ehrlich zu dir selbst sein. Wo machst du bislang noch Dinge in deinem Leben, die dir mehr Energie rauben als Energien schenken? Und das zweite Ding, was dazu kommt, ist, je mehr wir Dinge machen, die uns Energie rauben, aber keine schenken, und je länger wir nicht auf dem Weg unseres Herzens, unserer Seele, unseres Seelenplanes, unserer Mission, die wir mitgebracht haben hierher,
als wir uns mal entschieden haben, auf der anderen lichtvollen Ebene hier in dieser Familie zu inkarnieren, in der wir inkarniert haben, um Erfahrungen zu machen und unsere Mission mit der Welt da draußen zu teilen, je kreativer wird unsere Seele und schickt uns auch noch Botschaften über den Körper, um uns darauf hinzuweisen, hey, jetzt korrigier doch mal bitte deinen Weg. Das kommt immer wieder bei raus, bei denjenigen, es gibt ja so einen kostenfreien Workshop mit mir, wo du nach einer gewissen Anleitung 8 Symbole zu Papier bringst, die wir ja dann auch gerne deuten. Da kommt immer eine ganz klare Sprache der Seele heraus, hey, jetzt schau doch mal hierher. Schau doch mal auf mich, das kleine Kind in dir, und lass uns doch mal gemeinsam wirklich auf den Weg deines Herzens begeben. Und das sind Dinge, die ich jahrelang missachtet hatte. Erstmal, weil ich es nicht besser wusste. Als ich dann um diese Dinge erfahren hatte, habe ich mich natürlich erstmal nicht getraut, mich wirklich auf den Weg meines Herzens zu begeben, weil man hat mir das auch nie beigebracht. Das Wichtigste, was du tun kannst, ist, deinem Herzen zu folgen und die Dinge zu machen, die dir wirklich Freude machen, so wie du das auch als Kind gemacht hast, wirklich in den Tag zu starten nach dem Motto, was kann ich heute hier alles erleben? Welche Abenteuer warten heute auf mich? Was kann ich heute entdecken? Was kann ich heute neu erschaffen? Ich habe ja auch ein klassisches Schulsystem durchlaufen, wie du, in dem es darum ging, Wissen anzueignen und nochmals Wissen anzueignen. Ob es mich interessiert hat oder nicht, hat auch niemanden interessiert. Ich musste mir Wissen aneignen. Musste mir Wissen aneignen, um eine Arbeit zu schreiben, und bin eine Stunde später aus der Arbeit raus, wusste schon nichts mehr. Bulimie lernen könnte man das auch nennen. So, und das ist aber eine tiefe Prägung, die bis heute auch in uns drin ist, von der ich mich auch verabschieden durfte. Und das ist auch eine nächste ganz, ganz wichtige Botschaft, wo ich dich jetzt auch mal dazu einladen möchte, wirklich mal mit dem Herzen hinzulauschen. Es ist alles an Wissen in dir drin, was du jetzt brauchst, um wirklich deinem Herzen zu folgen, um deine Mission mit der Welt da draußen zu teilen, warum du da bist, um damit letztlich dir das freie Leben zu gestalten, von dem du schon so lange träumst. Es ist alles in dir verborgen. Du darfst dich von dem Gedanken verabschieden, dass du jetzt noch irgendeine Ausbildung machen musst, irgendein Zertifikat erwerben musst und keine Ahnung, was du bis eben noch denkst, was du noch machen musst, um zu. Das ist eine Prägung, die wir alle mitbekommen haben aus unserer Schulzeit. Wissen aneignen. Und vor allem haben wir gelernt, dass jemand anderes, eine Person im Außen, uns bescheinigt, du darfst das jetzt machen. Wir sprechen ja hier jetzt nicht davon, dass du Ärztin werden möchtest und im Krankenhaus als Chirurgin arbeiten willst, gehe ich mal von aus. Dann wärst du hier eh fehl am Platz. Sondern du willst ja dein eigenes Ding machen. Da braucht es natürlich Ausbildungen und. Aber davon sprechen wir ja nicht. Du bist ja hier, weil es dich angesprochen hat, wirklich deinen Seelenplan zu entdecken. Und weil du eigentlich ja gerne wirklich auch dem Ruf deiner Seele folgen möchtest. Und um das zu deiner Lebenswirklichkeit werden zu lassen, bitte wisse, ist alles in dir drin. Du brauchst keine weiteren Ausbildungen, du brauchst kein weiteres Wissen. Weil, warum sage ich das mit dieser Vehemenz? Es gibt dich nur ein einziges Mal. Und du hast dir bis eben, es gibt und gab dich auch nur ein einziges Mal. Das, was dich jetzt in diesem Moment hier ausmacht, macht dich allein schon einzigartig. Weil dein bisheriger Lebensweg, der war einzigartig. Die Dinge, die du bis eben an Wissen angeeignet hast, und jetzt spreche ich vor allem von den Dingen, die du dir außerhalb deines Schulsystems angeeignet hast, weil es dich einfach interessiert hat, ganz gleich, in welchem Bereich das ist, und weil du auch sehr vielseitig interessiert bist, genau deshalb hast du dir vieles an Wissen noch zusätzlich auch freiwillig
angeeignet. Du hast bestimmt schon mehrere Ausbildungen, Kurse, Zertifikate erworben. Du hast bestimmt schon etliche Bücher gelesen. Du hast bestimmt schon etliche ja, Videobeiträge dir angeschaut, die dein Wissen, sei es hier auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal, vielleicht hast du dir auch Filme schon gekauft. Du hast etliche Fachzeitschriften auch schon gelesen zu Themen, was dich einfach interessiert hat. Und das hast nur du auf deine einzigartige Art und Weise dir angeeignet. Und dann gab es dich im früheren Leben, auf welche Art und Weise ja auch immer, schon mehr als einmal. Jeder von uns hat ja auch schon viele frühere Leben. Und in diesem früheren Leben hast du dir auch schon viel Wissen angeeignet. Und das ist letzten Endes bis jetzt die Quintessenz deiner selbst. Wie viel mehr kannst du also erkennen, wie viel unendlich vieles Wissen in dir verborgen ist, auch wenn du es jetzt ad hoc auf Fingerschnipp nicht abrufen kannst? Wie viel Weisheit in dir verborgen ist, was dich einzigartig macht und was du eigentlich mit der Welt da draußen teilen möchtest. Und was dir dazu bis eben fehlt, und an dem Punkt stand ich ja auch mal vor einigen Jahren, ist eine ganz klar auf dich abgestimmte, klare Strategie, wie genau du das Wissen mit der Welt da draußen teilst. Das heißt, erstmal geht es darum, dass du die Klarheit haben darfst, wie viel Wissen in dir verborgen ist, genau zu welchem Thema, was das Hauptthema ist, und dann letzten Endes wirklich all deine Fähigkeiten, Talente, Gaben, Stärken, deine Einzigartigkeit zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzupacken und damit dann auch die Bühne deines Lebens zu betreten. Und was dich da bis eben auch davon abhält, ist tatsächlich der größte Knackpunkt, die Angst vor deinem Erfolg. Die Angst, wirklich auf die Bühne deines Lebens zu treten. Weil auch darin hat man uns ja nie bestärkt in unserem früheren Leben. Also in meinem früheren Leben und in deinem jetzigen Leben. Hat man dich ja nicht darin bestärkt, wirklich, hey, geh auf die Bühne deines Lebens. Lass dich feiern für deine Einzigartigkeit, lass dich feiern für dein Wissen, lass dich feiern für deine Gaben, für deine Stärken, für deine Besonderheit, für deine Ausstrahlung, für deine Energie, für das, was dich einzigartig macht. Sondern auch da haben wir ja ganz viele Muster und Prägungen und Schleier über uns gelegt bekommen. Und da geht es jetzt nicht darum, deshalb sich zu verurteilen, dass man das hat mit sich machen lassen oder was auch immer. Es geht nur darum, das wirklich zu erkennen. Und wenn du es erkennst, kannst du es loslassen und dich jetzt heute dafür entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Ich bringe dir ein Beispiel dazu. Nimm dich selbst als Kind, falls du noch eine Erinnerung dazu hast. Wenn nicht, stell dir Kinder vor in einem Raum, wo gerade Erwachsene sich unterhalten über irgendwas und Kinder stürzen einfach rein. Kinder stürzen einfach in den Raum rein, ohne anzuklopfen. Hello, ich bin hier. Und zeigen sich. Was sagt man dem Kind da aber? Was hat man dir früher zuhauf gesagt? So kannst du dich doch nicht benehmen. Du kannst doch hier nicht einfach so reinplatzen. Sei doch mal ein bisschen zurückhaltend, sei doch mal ein bisschen stiller. Du kannst nicht einfach dich vorne in die erste Reihe stellen. Du kannst doch nicht einfach auf die Bühne da vorne gehen. Stell dir einfach nur mal ein Stadtfest vor, wo Kinder auch gerne auf der Bühne tanzen. Einfach nur da sein, sich zeigen, tanzen. Wie oft hat man dich da vielleicht zurückgehalten? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht auch nicht. Jetzt sei doch mal nicht so vorlaut. Stell dich doch nicht so da vorne ins Rampenlicht. Nimm dich mal doch selbst zurück, als es dann so ins Teenageralter ging und du das kleine Kind in dir eigentlich noch leben wolltest. Wie alt bist du denn? So benimmt man sich doch nicht. Jetzt wird es doch Zeit, dass du dich mal benimmst, wie es in deinem Alter gerecht ist, wie eine junge Frau, wie ein junger Mann oder was auch immer du, auf welche Art und Weise du immer zuhauf gehört hast. Das haben wir alle gehört. Und das sind alles, bitte wisse das,
wie viel mehr kannst du es jetzt wirklich mal aufnehmen, annehmen? Das sind alles Muster und Prägungen, die dich bis eben daran hindern, sprich auf den Punkt gebracht, was Ängste in dir auslösen, um die Bühne deines Lebens zu betreten. Es geht nicht darum, dass du in einen Raum rein stürzt, ohne an der Tür anzuklopfen und da reinplatzt. Es geht um das, was sich dahinter verbirgt, dir wirklich zu erlauben, die Bühne deines Lebens zu betreten. Und die größte Angst ist tatsächlich deine Angst vor dem großen Erfolg deines Lebens, der da auf dich wartet, auf der Bühne deines Lebens, weil man dich nie darin bestärkt hat. Fühl mal in dich hinein, ist das stimmig für dich? Deine größte Angst ist die Angst vor deiner eigenen Macht, Größe und Stärke. Weil diese Weisheit, dieses tiefe Wissen, was einzigartig in dir verborgen ist, warum du eigentlich hierher gekommen bist, das ist so immens viel groß, dass du spürst, da ist so viel Macht, Kraft und Energie in mir, die du bis eben ja noch nie gelebt hast. Und das sind deine Ängste, die dich davon abhalten, wirklich die Bühne deines Lebens zu betreten. Wirklich in dem freien, selbstbestimmten Leben, wo es ja auch darum geht, wirklich auch die Verantwortung komplett für dich zu übernehmen, anzunehmen und anzukommen. Weil die Verantwortung wirklich für sich selbst zu übernehmen, hat man uns auch nie beigebracht. Wir haben gelernt, auf so vielen Ebenen die Verantwortung an andere abzugeben. Im gesundheitlichen Bereich haben wir gelernt, die Verantwortung an andere abzugeben. Wir gehen zu einem Arzt und fragen eine dritte Person, was ist mit mir los? Wir wissen es eigentlich selbst, was mit uns los ist. Wir fragen jemanden im Außen. Das ist das System, in das wir hineingeboren sind. Wir sind nicht gefragt worden, in unserem System hier, auf welche Schule willst du gehen, geschweige denn, was willst du jetzt als erstes lernen, was entspricht deinen Fähigkeiten und Talenten, was interessiert dich wirklich, sondern wir sind in ein Schulsystem hineingepresst worden, wo andere darüber entschieden haben, ob ich mich heute für Physik, Biologie, für Erdkunde, für Mathematik oder für was auch immer, mich interessiere. Ich muss es in meinen Kopf reinlassen. Ich bin nicht gefragt worden. Und danach bin ich auch nicht gefragt worden nach dem Schulsystem. Hey, was ist denn jetzt das, was dich wirklich erfreut? Was wirklich dein Herz zum Singen bringt? Was wirklich deine Seele, dein Herz berühren? Sondern man hat uns erzählt, jetzt guck mal, mit welchem Beruf oder mit welchem Studium du dich jetzt mal arrangieren kannst, dir weiteres Wissen aneignen kannst, wo dir jemand anderes dann bescheinigt mit einem Abschluss, sei es einem Examen oder sei es einem Zertifikat, einem Abschluss, du darfst jetzt das und das machen, dazu bist du jetzt befähigt. Niemand hat uns beigebracht, wirklich mal die Verantwortung für uns selbst anzunehmen. Das hängt ganz eng damit zusammen, mit den Ängsten wirklich selbstverantwortlich zu leben, selbstbestimmt zu leben, wirklich das absolut das eigene Ding zu machen. Und dann kommen so Ablenkungsmanöver, man könnte auch Ablenkungsimplantate das Ganze nennen, ich nenne es immer gerne Ablenkungsmanöver, ins Spiel, wo wir uns dann erstmal die Geschichte erzählen, ich habe zwar das Gefühl, es muss noch mehr in meinem Leben sein als das, was ich bis eben lebe, aber ich muss jetzt erstmal noch eine Ausbildung machen. Oder wenn es dann schon so weit ist, dass man schon so das Gefühl hat, ich habe jetzt genug Ausbildung gemacht, jetzt geht es wirklich mal darum, mein Wissen da an den Mann zu bringen. Dann gucken wir, wie andere da draußen das machen. Okay, dann haben wir so Vorbilder, dann sehen wir, die haben eine ganz tolle Homepage. Die haben einen Blog oder die haben einen YouTube-Kanal oder die haben einen Instagram-Kanal oder einen YouTube-Kanal oder was auch immer. Okay, oh, das hätte ich auch gerne, das funktioniert anscheinend auf dem Weg. Dann fangen wir an, uns damit abzulenken, uns mit einer Homepage zu beschäftigen.
Vielleicht sogar, dass man es selbst macht, wie ich das vor 19 Jahren gemacht habe. Ich habe Wochen, Tage, Nächte gefühlt damit beschäftigt, mich mit einer Homepage zu beschäftigen, bis die dann endlich an den Start ging und war total stolz drauf. Jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Vor 19 Jahren, als ich in diese Richtung unterwegs war, hat das mit einer Homepage auch noch ganz gut funktioniert. Womit ich aber auch ganz viel Zeit und Geld verbrannt habe, war mit Flyer drucken, in der Gegend rumfahren, Flyer zu verteilen, Visitenkarten zu verteilen. Das hat nicht nur Zeit gekostet, sondern auch Geld. Und wo sind die Flyer und die Visitenkarten gelandet? Keine Ahnung, irgendwo in der Rundablage. Das sind Dinge, die auch damals schon nicht gut funktioniert haben. Das mit der Homepage hat damals noch relativ gut funktioniert. Eine Google AdWords-Anzeige draufgeschaltet, ein bisschen Geld in die Hand genommen. Mit 300 Euro im Monat konnte man damals recht gut noch auch Kunden gewinnen. Das sind Dinge, die heute definitiv nicht mehr funktionieren, weil wie viele Webseiten gibt es heute am Markt? Und es kauft sowieso niemand mehr heute von irgendeiner Webseite. Die Webseiten, die du da draußen kennst, wo du sagst, wow, wie großartig, wie genial, wirklich von Menschen aber auch, die wirklich schon ganz groß auf der Bühne ihres Lebens stehen, im Hintergrund ist da ein ganz anderes System aktiv, eine ganz andere Strategie. Die Webseite ist da irgendwo ein Nebenprodukt noch von allem. Also bitte wisse, das sind alles Ablenkungsmanöver, wo wir uns erzählen, ich brauche jetzt Flyer, ich brauche jetzt ein Logo, ich brauche jetzt eine Webseite, ich brauche jetzt erst noch einen YouTube-Kanal, ich brauche erst einen Instagram-Kanal, keine Ahnung, was auch immer dein Kopf dir erzählt oder noch ein Zertifikat. Es ist alles in dir verborgen, was du, weil du es einfach mit hierher gebracht hast. Nur bis eben hat dir das noch niemand so offen und ehrlich erzählt, dass alles in dir verborgen ist, was es braucht, um selbstbestimmt und frei zu leben, um dein eigenes Ding zu machen, um auch genau damit die Geldenergie zu empfangen, die es braucht, damit du dir dein Leben auch so gestalten kannst, wie du es wirklich möchtest. Und da sind wir bei der nächsten heftigen Prägung, die wir mitbekommen haben, dass man uns erzählt hat, dass Geld Mangel ist, dass man viel machen muss, um Geld zu bekommen, dass Geld hart verdientes Brot ist, dass es ganz schwierig ist, viel Geld zu verdienen oder dass es nur möglich ist, viel Geld zu verdienen, wenn man auch viel arbeitet. Oder dass man es noch mehr anderen Menschen gerecht werden muss, um Geld zu verdienen. Also so Zäpfchenform, sagt ja bestimmt was, ja? Anderen schön reden, um dann in der eigenen Firmenhierarchie aufzusteigen, was auch immer. Aber als in alles so Dinge hat mein System sich immer so ganz, ganz heftig dagegen gewehrt. Anderen schön reden und damit irgendwie Next Level zu erreichen. Stell dir mal vor, man hätte uns beigebracht, genauso wie die Luft zum Atmen, der Sauerstoff, den du jetzt ständig ein- und ausatmest, all deine Zellen, Organe, die zu jeder Zeit wissen, genau was zu tun ist, ob du Wasser trinkst, ob du Tee trinkst, ob du Obst isst oder ob du, keine Ahnung, ein Stück von einem toten Tier isst und weißt eigentlich ganz genau, wenn du deine Katze anschaust, ich würde auch meine Katze nicht schlachten, weil ich Lust auf Fleisch habe und so gebe ich die Verantwortung an jemand anderen ab und isst da Fleisch zum Beispiel. Das sind alles Dinge, Musterprägungen, in die wir hineingeboren wurden, die man so gelernt haben, weil es auch, um jetzt mal das Thema Fleisch, in unserer Kultur her üblich ist, tote Tiere zu essen, weil es in unserer Kultur üblich ist, zu sagen, okay, das sind Haustiere, meine Katze würde ich nie töten, um Fleisch zu essen, mein Hund, mein Kaninchen, den Zwerghamster von den Kindern auch nicht. Aber da gebe ich die Verantwortung ab, lass andere etwas machen, damit ich, keine Ahnung, ein Stück Fleisch auf dem Tisch habe, das ich dann esse. Das sind alles Gewohnheiten hier bei uns, in unserer Kultur hier, Deutschland, Österreich, Schweiz. In anderen Kulturen, ich weiß gerade nicht wo, ich glaube,
Na, ist ja egal wo, da ist es üblich, zum Beispiel Meerschweinchen zu essen. Ist in unserer Kultur hier unvorstellbar. Bei denen ist das normal. So, und diese Dinge, die bis jetzt für dich auch normal sind, wie die Luft zum Atmen, wie das alle Zellen und Organe ganz genau wissen, egal was du in den Mund reinsteckst, wie sie die verarbeiten, damit sie die Nährstoffe da aufnehmen. Stell dir mal vor, dass alles, was für dich jetzt selbstverständlich ist, genauso selbstverständlich wäre es, dass auch die Energie des Geldes, weil letzten Endes ist ja auch alles eine Form von Energie. Auch Geld ist eine Form von Energie. Auch diese Energie so zu dir fließt, wie alles andere auch, wie die Luft zum Atmen, so selbstverständlich. Genauso selbstverständlich, wie wenn du etwas isst, wie dein Herz schlägt, dass alles einfach selbstverständlich da ist. Wie viel weniger würdest du dir dann bis eben Gedanken über Geld machen? Wie viel weniger würdest du dann dem Geld hinterherrennen? Da spreche ich aus meinem früheren Leben. Es gab einen einzigen Monat in meinem früheren Leben, wo mein Konto mal auf dem Plus gezeigt hat. Das war im Dezember, als es das 13. Monatsgehalt gab. Oder wenn ich mal eine Versicherung gekündigt hatte, oder Versicherungen gekündigt hatte, um, keine Ahnung, das Minus mal auszugleichen. Aber dann ging es wieder ganz schnell in eine andere Richtung. Ich habe immer gut verdient. Aber diese Prägungen, dass Geld nicht als Freund an meiner Seite sein darf, die waren so tief, dass ich immer wieder Situationen mir erschaffen hatte, dass Geld Mangelware war. Weil ich das aus dem Familiensystem einfach so übernommen hatte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich angefangen habe, in mich zu investieren, auch Summen in die Hand genommen habe, sie mir geliehen hatte, alle möglichen Register gezogen habe, um Geld wirklich in mich selbst zu investieren, um herauszufinden, was ist wirklich der wahre Grund meines Daseins hier. Wie genau löse ich mich von all den Mustern und Prägungen, die mich eben bis eben davon abhalten, wirklich die Bühne meines Lebens zu betreten? Da sind wir wieder bei den unbewussten Ängsten, bei den Ablenkungsmanövern. Und wie genau zeige ich mich auch auf der Bühne meines Lebens, um die Menschen anzusprechen, die genau meine Hilfe brauchen? Und da sind wir schon bei dem Kernpunkt. Das sind genau die Dinge, die dir bis eben fehlen, um die Bühne deines Lebens zu betreten. Du darfst beginnen, in dich zu investieren, und zwar dahingehend, nicht Wissen anzuhäufen, sondern wirklich eine auf dich abgestimmte Schritt-für-Schritt-Anleitung dir zu holen, wie wir das ja auch im internen Bereich in der Akademie machen, eine für dich abgestimmte Schritt-für-Schritt-Anleitung, was genau der wahre Grund deines Daseins ist. Wie genau du all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, also auch all dein Wissen, was du in diesem Leben angehäuft hast, gewollt oder auch ungewollt, und das Wissen, was du aus früheren Leben mitgebracht hast, was dich selbst in der Quintessenz ausmacht, wie du das zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügst und dann all die Muster und Prägungen, Ablenkungsmanöver, Ablenkungsimplantate, diese unbewussten Ängste, die dich davon abhalten wollen, bis eben die Bühne deines Lebens zu betreten, damit du die auch mutig betrittst und deine Botschaft genauso mit der Welt teilst, auf deine Einzigartigkeit, auf deine Art und Weise. Keine Homepages nachkopieren, keinen YouTube-Kanal nachkopieren, kein Instagram, kein Facebook-Kanal nachkopieren. Niemand anderes nachkopieren, sondern wirklich dein eigenes Ding machen, weil du einfach keine Kopie von jemand anderem bist bis eben. Deshalb kann es auch nicht funktionieren, irgendetwas nachzukopieren und eine Kopie von jemandem sein zu wollen, sondern du selbst zu sein. Gibt so einen schönen Spruch, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Wie viel mehr kannst du dir jetzt wirklich erlauben, du selbst zu sein, dein eigenes Licht in die Welt zu tragen?
und aufhören, die Geschichte zu erzählen, wie ich sie mir früher auch erzählt habe. Es gibt Wichtigeres auch als Geld. Ich bin ja eigentlich genügsam. Ich komme ja auch mit wenig Geld aus und, und. Also solange du diese Geschichten dir erzählst und Geld ablehnst, welchen Grund soll Geld haben, auch zu dir zu fließen, wenn du es nicht liebst, wie der Partner an deiner Seite? Das heißt jetzt nicht, dass du auch das Ziel haben musst, zum Beispiel Millionärin oder Multimillionärin zu werden, aber dass du zumindest dir erlaubst, mal so viel Geld in dein Leben zu lassen, ohne Begrenzungen, dass du wirklich sehr, sehr gut für dich selbst sorgen kannst, auf allen Ebenen, im Hinblick auf die Ernährung, im Hinblick auf die Kleidung, im Hinblick auf deine Wohnsituation, im Hinblick auf alles das, was es braucht, dass du dich rundum wohlfühlst, dass du dir erlaubst, auch wirklich das Allerallerbeste in dein Leben zu lassen, was es braucht, um wirklich dir dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest. Und alle anderen Dinge aufhörst abzulehnen, sondern dir wirklich erlaubst, wie du das ja auch als Kind natürlich mitgebracht hast, dass das Allerbeste gerade gut genug für dich ist. Du hattest keine Begründungen dafür, wenn du ein Spielzeug gesehen hast, warum du das haben willst. Du wolltest es einfach, du fandest es schön, du wolltest es einfach haben. Heute siehst du ein schickes Kleid im Geschäft und denkst, was? 850 Euro? Nein, brauche ich doch nicht. Ein Kleid für 85 Euro tut es doch auch. Das sind alles Bewertungen und Beurteilungen, die im System sind. Hättest du als Kind nie gehabt. Was meine ich noch mit einer Strategie? Das sind so die Dinge, wo du im Außen siehst und glaubst, bis eben das und das musst du so und so machen. Es kann immer nur funktionieren, wenn du aufhörst, die Kopie von jemand anderem zu sein. Wenn du auf den Lichtschalter klickst, dann geht da die Birne an und das Zimmer erstrahlt. Du weißt, da verbirgt sich eine Strategie dahinter, damit die Birne erstrahlt. Und genauso eine Strategie braucht es, dass du dein Licht wirklich zum Strahlen bringst und zwar auf dich abgestimmt. Die Leitungen in einem Haus, die Stromleitungen, die sind in jedem Haus individuell, weil jedes Haus auf eine andere Art und Weise erbaut ist. Jedes Zimmer ist einzigartig. Jedes Zimmer hat irgendwo sonst wo Lichtquellen. Und so ist das auch bei dir. Du hast deine eigene Lichtquelle. Deshalb, das sind Dinge, die man uns nie beigebracht hat. Hör dir gerne diese Aufzeichnung hier noch zwei, dreimal mit deinem ganzen Sein an, uns wirklich mal aufzunehmen, anzunehmen. Damit du weißt, die beste Investition, die du überhaupt tätigen kannst, und das ist tatsächlich eine Investition, alles andere ist Geld ausgeben, was normal in unserer Gesellschaft ist. Ich kaufe mir ein Auto, die meisten, wie ich früher auch Leasing oder auf Raten, stotter das jeden Monat ab. Und sobald ich dieses Auto vom Hof fahre, das vielleicht 20.000 Euro neu kostet, hat es schon 2.000, 3.000 Euro gleich an Wert verloren. Wir kaufen keine Ahnung, was wir alles kaufen, Kücheneinrichtung. Sobald die an der Wand hängt, hat sie ihren Wert schon zu einem Teil verloren. Das sind tatsächlich Geld ausgeben und auch Schulden machen. Das ist der Unterschied auch dazu, wenn ich in mich investiere. Einer meiner Glaubenssätze, den du gerne übernehmen kannst. Jede Investition, die ich in mich tätige, nehme ich zehnfach, hundertfach, tausendfach zurück. Und je mehr ich in mich investiere, umso mehr kann ich zurücknehmen. Zurückbekommen sind universelle Gesetze. Je mehr ich säe, umso mehr kann ich ernten, sind Naturgesetze. Wenn ich Äpfel ernten will, dann muss ich Äpfelbäume säen, Apfelkerne in die Erde bringen, damit Äpfelbäume entstehen. Ich kann daraus keine Mirabellenbäume ernten. Geht nicht. Wenn wir jetzt es mal im Vergleich in die Investition und das eigene Weiterkommen vergleichen, wenn ich ein paar Euro
investiere, sag mal in ein Buch für 20 Euro, dann kann ich damit keine 200.000 Euro Umsatz im Jahr machen, weil dieses Buch, das Wissen gibt es einfach nicht her. Wenn ich mir aber einen Mentor an meine Seite hole und da beispielsweise 20.000 Euro investiere, damit kann ich es vervielfältigen und kann natürlich auch 200.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Ist ein Klacks. Warum? Weil ich da ein ganz anderes Wissen auf mich abgestimmt bekomme. Das ist der Unterschied zwischen Geld ausgeben, Schulden machen und dem Stichwort Investition. Und alles geschieht im Außen sowieso nur nach unserem Glauben. Nach deinem Glauben wird dir geschehen, sind alte Bibelgesetze. Alles, was wir aussenden, was wir glauben, wird früher oder später zur Lebenswirklichkeit. Und das funktioniert alles in der Reihenfolge. Erst ist der Gedanke da, mit einem Gefühl geht er einher und da einhergehen entsprechende Handlungen. Das erschafft die Lebenswirklichkeit. Immer sein, haben, tun, das Handeln kommt an dritter Stelle. Das ist so, so wichtig, das zu erkennen. Wenn du wirklich glücklich, frei, selbstbestimmt die Freude, der Spaß, die Leichtigkeit in deinem Leben haben möchtest, dann geht es nur auf dem Weg, in dem du diese Naturgesetze wirklich beachtest. Weil letzten Endes kommen wir nochmal zur Geldenergie. Du willst ja nicht dir ein neues Hamsterrad erschaffen oder das jetzige Hamsterrad, die jetzige Gelebtwerdenfalle verlassen, um eine neue dir zu kreieren, um dann damit mehr Geld zu verdienen. Das sind ja alles Muster und Prägungen, die in uns verborgen sind. Gibt es so also einen schönen Spruch: lieber arm und reich, nee, lieber arm und gesund als reich und krank. Was für ein Unsinn. Wo steht das geschrieben? Wie wäre es mit dem Glaubenssatz? Lieber reich und gesund als arm und krank. Denn letzten Endes, solange wir und je mehr wir die Botschaften unserer Seele, die über den Körper uns Botschaften schickt, missachten, umso größer werden die Disharmonien. Und umso mehr sind wir irgendwann gezwungen, uns wirklich um unseren Körper und unsere Gesundheit zu kümmern. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo es uns dann letzten Endes an Geldenergie fehlt, um uns wirklich das Allerallerbeste an Nahrung, an Nahrungsergänzung, an Mitteln zum Leben und auch an Menschen, die dafür auch einen Energieausgleich brauchen, die das Wissen haben, was mein Körper jetzt wirklich braucht, zu erlauben. Also du merkst, wie alles immer ineinander greift. Alles ist mit allem verbunden. Alles ist eine große Form von Energie und niemand kann sich dieser Energie entziehen. Und dieses Weiterentwickeln, auch wenn du auf der Bühne deines Lebens stehst, es geht immer weiter, es ist immer eine Weiterentwicklung da. Das ist unsere natürliche Evolution hier, ständig Zellteilung, ständig ein-ausatmen. Ständig schlägt das Herz, alles pulsiert. Solange ein Baum wächst, ist er lebendig. Wenn er aufhört zu wachsen, dann war es das im jetzigen Dasein des Baumes mit der jetzigen Energie. Niemand anderes erschafft sich die eigene Lebenswirklichkeit. Was für eine großartige Botschaft steckt darin, was für ein großartiges Geschenk, dass nur du selbst dir deine Lebenswirklichkeit erschaffst, niemals jemand anderes. Und ich habe eben von der Strategie gesprochen, die es braucht, ganz auf dich abgestimmt, damit du wirklich die Klarheit bekommst zu deiner Mission. Damit du diese ganzen Schleier, die bis eben über dich gelüftet wurden, lösen kannst.
all die Ablenkungsmanöver, Ablenkungsimplantate, die bis eben noch am Werk sind, damit du die auch lösen kannst. Den Mangel an Mut, die unterschwelligen Ängste, das sind alles Dinge, die wir gemeinsam im internen Bereich in der Akademie machen. Und wie wäre es, wenn das die Botschaft vom Universum für dich wäre? Das Geschenk heute, dass du eigentlich nur auf den Link hier unter dem Video oder irgendwo in der Nähe dieses Videos klicken brauchst und erstmal dich dafür entscheidest, jetzt wirklich in die Veränderung zu gehen und dich, für dein Herz, für deine Seele wirklich entscheidest und alle Ablenkungen, alle Geschichten, Muster und Prägungen, die bis eben in dir aktiv waren, mal loslässt, um mal wirklich andere Resultate in deinem Leben zu erzielen. Das war einst für mich die allerbeste Entscheidung, die ich treffen konnte, mir wirklich von jemandem mir die Begleitung zu holen. Und bis heute ist das so, von Menschen, die dort sind, wo ich hin wollte, die aber ganz individuell mich begleitet haben, mit einer glasklaren, auf mich abgestimmten Anleitung, damit ich auch von A nach B komme. Und es war auch gleichzeitig immer die schwierigste Entscheidung, weil es immer mal wieder um die Investition in mich ging und dann auch immer mal wieder um Beträge, wo ich gedacht habe, gibt es das überhaupt? Gibt es das überhaupt, solche Angebote in der Größenordnung in sich zu investieren? Und ich habe gemerkt, je mehr ich bereit war, höhere Summen in mich zu investieren, umso mehr habe ich natürlich auch geerntet. Und das ist immer wieder bei den Naturgesetzen. Saat und Ernte. Wie viel mehr kannst du jetzt also in deinem Leben säen, um wirklich das zu ernten, was du möchtest? Und wie viel mehr kannst du jetzt beginnen, stabil die Gedankenbläschen auszusenden, damit das Universum tatsächlich die Bläschen zu dir schickt, die andocken lässt, damit du endlich mal in dem freien Leben ankommst, wo du schon so lange hin möchtest. Und wer kann dafür die Entscheidung treffen? Nur du. Niemand anderes. Nur du selbst. Du selbst bist verantwortlich für deine Gedanken, du selbst bist verantwortlich für deine Gefühle, du selbst bist verantwortlich für deine Handlungen. Und aus diesen drei Komponenten erschafft sich jeder von uns die Lebenswirklichkeit. Und das, was du in anderen siehst, sei es in mir oder auch in anderen, wo du sagst, wow, hätte ich ja eigentlich auch gerne, mach ab dem Punkt einen Cut, hör auf, aber zu sagen oder erst wenn dann. Weil das wird nie der Fall sein. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden. Und jetzt wäre der Punkt, dich dafür zu entscheiden, mal ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen, wo wir einfach mal hinschauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und wie genau, in welchem der Programme innerhalb der Akademie, die zur Verfügung stehen, kann ich und mein Team dir da am raschesten weiterhelfen. In diesem Sinne. Ich glaube an dich, an deine Fähigkeiten und weiß, dass viel mehr an Wissen in dir verborgen ist, als du es bis eben lebst. Klick auf den Link jetzt. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao.